Hallo, das ist Florian Rackl und das ist der zweite Teil der Videoserie, wie man den Slice mit dem Driver für immer wegbringt. Ja. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, bitte macht das zuerst. Das ist eine ganz wichtige Sache. Bevor wir quasi diese Schwungbahn von außen ändern, muss das Schlägerblatt unbedingt unter Kontrolle gebracht werden und das seht ihr in Teil 1, der Link ist oben links in der Ecke. Ja, so ganz wichtig, der erste Schritt wird sein, dass wir durch eben den ersten Teil das Schlägerblatt, dass wir dem Schlägerblatt erlauben, sich zu schließen, ja, und ihr werdet am Anfang durch das Bälle weit nach links schlagen. Weit nach links schlagen. Wenn ihr das nach dem ersten Video noch nicht geschafft habt, trainiert noch bitte weiter, bis ihr die Bälle wirklich nach links schlagt. Und dann ändert ihr erst den Schwungweg, den Swing Part. Das machen wir jetzt. Ja. Wir machen jetzt den Schwungweg und der ist bei den Slicern tendenziell natürlich von außen nach innen und wir müssen das ändern in die ganz andere Richtung, von innen nach außen. Und da habe ich euch jetzt hier einen Ball aufgeteet, in dem eine Linienmarkierung darauf ist und der zeigt jetzt genau in unserer Zielrichtung, ja, das heißt im Prinzip direkt nach vorne, von 6 Uhr kommend nach 12 Uhr. Wenn ihr euch rund um diesen Ball jetzt einmal eine Uhr vorstellt, ein Slicer kommt ja von außen nach innen zum Ball, das heißt von 5 Uhr in Richtung 11 Uhr, aber von 5 Uhr kommend, ja, mit dem dazugehörigen offenen Schlägerblatt natürlich. Gut, haben wir das Schlägerblatt korrigiert und wir gehen jetzt an die Schwungbahn, dann müssen wir schauen, dass diese Schwungbahn eben nicht mehr von 5 Uhr kommt, sondern eben eher von 7 Uhr zum Ball. Mit unserem neuen Schlägerblatt, das sich jetzt eben schließt, eben durch Griff, Takeaway und Griffdruck, das wir eben in dem anderen Video besprochen haben, erlauben wir jetzt dem Schlägerblatt sich zu schließen und werden jetzt die Schwungbahn ändern. Schauen wir uns mal so einen an. Perfekt bei diesem letzten Schlag. Der Schwungweg hat sich jetzt geändert in 3,5 Grad nach rechts, das heißt von innen kommend, und die Schlagfläche war in diesem Fall 3 Grad zur Schwungrichtung geschlossen und durch das haben wir jetzt auch einen kleinen Draw bekommen. Also wir versuchen jetzt hier über diese Vorstellung mit der Uhr von 7 Uhr zum Ball zu kommen und eben das Schlägerblatt sich auch schließen zu lassen. Das ist die wesentlich einfachere Variante, zuerst das Schlägerblatt zu schließen, weil dann wird es für den Slicer leichter und er wird sich mehr trauen, von innen zum Ball zu schlagen. Ja, wenn er weiß, das Schlägerblatt schließt sich und er hat vorher nach links geschlagen, ja, dann ist es wesentlich einfacher, sich das auch zu trauen, von innen zum Ball zu kommen, weil nach links will natürlich auch keiner schlagen. Ja, schauen wir uns noch so einen an. Ja. Okay. Sehr gut. So, es ist definitiv auch meiner Meinung nach möglich, fast mit jedem Aufschwung den Durchschwung so zu ändern, dass die Schwungbahn von innen kommt. Nicht bei allen Fällen, aber das sind dann einzelne Fälle, die man sich speziell anschauen muss. Aber ich bin generell der Meinung, dass es mit fast jedem Aufschwung möglich ist, die Schwungbahn so zu ändern, dass der Schläger von innen kommt. Wenn sich der Slicer schwer tut damit, noch einen kleinen Tipp dazu. Und zwar kann man im Setup definitiv auch den rechten Fuß etwas weiter nach hinten stellen, ja, und die rechte Schulter etwas nach hinten ziehen, um hier schon die Hüfte eben und die Schultern etwas aufgedreht hinstellen, um somit dieses von innen zum Ball kommen dem Spieler einfach noch zu erleichtern. Ja.
Ja. Auch hier wieder bei diesem Schlag, wenn Sie auf die Zahlen gehen, 6,1 von innen, 1,8 geschlossenes Schlägerblatt zur Schwungbahn und dann kommen eben diese Bälle raus. Also wie gesagt, wenn ihr Video 1 noch nicht gesehen habt, unbedingt anschauen, bevor ihr den Schwungweg ändert, ja, weil es einfach aus Erfahrung, muss ich auch sagen, hat das, wenn ich den Schwungweg zuerst geändert habe und erst dann das Schlägerblatt, selten funktioniert. Die wesentlich bessere Variante ist, zuerst den Ball weit nach links zu schlagen und eben über den Griffdruck und das Takeaway das Schlägerblatt geschlossen bekommen. Und wenn das der Fall ist und ihr konstant die Bälle nach links schlagt, dann den Schwungweg ändern. Das, was wir jetzt gemacht haben, eben über die Vorstellung mit der Uhr versucht ihr von ca. 7 Uhr zum Ball zu kommen und eben danach das Schlägerblatt schließen lassen. Es sollte somit jetzt deutlich, deutlich besser gehen. Wie gesagt, zuerst bitte das mit dem Schlägerblatt richten. Schaut euch das erste Video als erstes an. Und erst wenn ihr die Bälle wirklich konstant nach links schlagt, ändert bitte den Schwungweg, so wie wir jetzt hier besprochen haben, dass wir eben den Schwungweg gedacht von der Uhr von 7 Uhr zum Ball schlagen. Ja. Wenn das auch erledigt ist, ja, dann gibt es noch ein drittes Video, ja, um den Slice wirklich für immer wegzubekommen. Ja. Und das hat zu tun, wo ihr den Ball am Schlägerblatt trefft. Ja, es sollte euch schon wesentlich weiter geholfen haben. Die ersten zwei Teile, trainiert die sehr viel, ihr werdet sehen, es wird garantiert besser. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt Like, abonniert den Kanal, um auch das dritte Video der Anti-Slice-Serie mit dem Driver nicht zu verpassen. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal.